Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen, zu meinem Viertelfinale Deutschland gegen Portugal bei PES Euro 2016 oder UEFA Euro 2016. Wir haben es geschafft, bis ins Viertelfinale jetzt gegen Portugal ranzukommen. Ja, das letzte Spiel war ziemlich nice, muss ich sagen, gegen Russland im Achtelfinale. Sorry, wenn ihr hier die Nationalhymne nicht hört von Portugal. Nani, oh scheiße, Nani und Ronaldo vorne, das geht ab. Wobei Ronaldo zum aktiven, jetzigen Zeitpunkt noch kein Tor geschossen hat. Er hat extrem viele Chancen gehabt, er hat einen Elfmeter gehabt in der echten EM und er hat ihn verschossen. Also bisher hat er noch kein Tor gemacht. Ich bin auch mal gespannt, ob sie es schaffen werden, weiterzukommen. Aber hier haben sie es auf jeden Fall geschafft, bis ins Achtelfinale, Viertelfinale. Und wie wir ja wissen, bei der WM 2014 haben wir gegen die ganz schön gut gewonnen. Ich glaube, es war ein 4-0. War es ein 4-0? Es war auf jeden Fall sehr traurig. Und ich muss ehrlich, also für Portugal natürlich, ich muss ehrlicherweise sagen, was mit Ronaldo los ist, keine Ahnung. Achso, ihr seht übrigens Podolski wieder im Sturm. Schürrle spielt für Draxler diesmal. Hummels in der Innenverteidigung und der Rest ist wie gehabt. Bei Ronaldo ist ja das Ding irgendwie so, sobald er das Trikot von Portugal überzieht, habe ich das Gefühl, ist er einfach nur noch halb so effektiv wie sonst. Ich hoffe, er ist heute nicht effektiv und gewinnt gegen mich. Deswegen wollen wir jetzt mal weiterkommen. Viel Spaß bei den Highlights mit Deutschland gegen Portugal. Emre Can sieht da außen Khedira nach vorne kommen. Jetzt die Flanke und Podolski, der kommt nicht zum Abschluss. Hat er sie nochmal so hochgelegt, jetzt wollte er nur noch abziehen. Und das Ding ging nicht rein. Schade. Oh, erste Chance jetzt hier für Portugal. Hoffentlich nicht. Schnell hier raus. Boateng, der klärt das Ding. Das ist einfach der Baum in der Verteidigung. Oh, Leute. Also das geht hier richtig heiß her, das Spiel. Und jetzt die erste Schussmöglichkeit für Portugal. Also das war nicht ohne, muss ich sagen. Oh nein, 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 Ronaldo. Aber das war abseits, oder? Oh Gott sei Dank. Ronaldo, das ist so wie beim Österreich-Spiel, glaube ich, war es, ne? What? Oh, nein, Neuer. Oh, ey, Leute. So einen dummen Fehler, den darfst du dir hier nicht erlauben. Oh, Pfosten! Und jetzt wieder raus. Ey, Leute, das ist das schwerste Spiel, was ich bis jetzt überhaupt hatte. Schön auf Emre Can. Kriegt er ihn auch? Das ist die Frage. Emre Can, ja, den hat er. Pass in die Mitte! Und das Ding geht nicht rein. Schade. Das war wieder Podolski, der hier eine Großchance hatte. Glaube ich. Und dann der Torwart. Ja, die Bälle gehen ja immer direkt auf den Torwart. Leider. Oh. Jetzt muss es aufpassen. Nein, nein, nein. Der Schuss kommt noch. Und das war wieder mal brenzlig. Da hätte auch wieder mehr bei rauskommen können. Das war nix. Das war nix. Podolski und Toni Kroos hier außen. Podolski macht eine Scheißflanke. Wow, was eine Vorlage auf Nani. Oh, ey, ich krieg hier keine Chance, keine richtige Torchance. Ich komme zwar vorne hin, aber ich kann da keinen Schuss aufs Tor kreieren, leider. Und jetzt gehen wir schon auf die Halbzeit zu. Aber, ist da die Möglichkeit? Ist sie da? Nein, sie ist nicht mehr da, schade. Ja, und somit gehen wir mit 0:0 in die Halbzeit rein. Das ist auf jeden Fall hochspannend, weil hier wirklich beide Mannschaften viele Chancen haben oder viele Möglichkeiten haben. Es geht wirklich von vorne nach hinten, von hinten, von hin und her. Ich komme gar nicht mehr mit. Aber ich habe wirklich keine Schüsse aufs Tor mehr gebracht. Ja, die Pässe müssen halt auch mal besser werden. Ja. Ja. Podolski mit dem Schuss und das Ding ist drin. 1:0 für Deutschland hier. Und es war mal wieder unser Lukas Podolski. Auch wenn das vielleicht nicht realistisch ist, ja. Aber ich feiere den einfach ab. 1:0 hier für Deutschland und wir schauen uns jetzt nochmal an, warum, wieso, weshalb das hier passiert ist. Da gab es diesen Zweikampf, der war aber wirklich fair gemacht. Dann hier der wichtige Pass
Einmal hier, guck mal, kein Angriff da vorne, die gehen nicht richtig drauf. Podolski ist hier wirklich frei, findet die Lücke und schließt mit rechts ab zum 1:0 hier im Viertelfinale gegen Portugal. So muss das. Khedira mit dem Blick für Podolski, der dann hier wirklich schön abschließen kann. So muss das, ja, echt. Jetzt kommt Portugal in die Mitte. Ich komme nicht raus. Doch, ich komme raus. Können wir das schnelle Umschaltspiel zeigen oder nicht? Nee, Podolski kriegt nicht wirklich gefasst da vorne. Jetzt aufpassen, Manuel Neuer. Oh, raus da die Kugel. Alter, das war so ein typischer Neuer. Ne? Der muss dann da rauskommen. Alter, ey, das war echt gerade richtig knapp, die Nummer. Und jetzt Podolski kriegt den Ball dann da vorne, kann abziehen und das Ding geht an Pfosten und dann rein. 2:0, das war der Konter dazu. Dann hier alles klar gemacht. Ich weiß nicht, welche Minute wir jetzt wieder sind, aber Podolski ist hier heute unser Goalgetter. Die sind aber auch schon alle ziemlich kaputt. Kaputt vor allen Dingen Müller auf der rechten Seite. Dann hier der Heber, Podolski zieht nochmal an und macht das Ding rein. Lukas Podolski, jetzt hat er mal mit seinem starken Linken geschossen und das Ding reingehauen. Sehr schön, dann kommen wir hier Richtung Halbfinale. Oh, Punkt genau hier auf ihn rüber gespielt und dann hier die Möglichkeit noch rechtzeitig vereitelt. Nochmal Podolski. Oh, nee, das wäre zu viel. Das wäre wirklich zu viel des Guten gewesen. Müller hier mit dem Pass. Und dann setzt er sich da vorne schön durch. Ja, ja, dann. Und dann mit rechts. Aber das war jetzt wirklich zu spitz vom Winkel. Da war der Torwart auch ganz gut. Oh, Dani. Dani über außen. Und dann kommt hier der Ball wieder scharf rein. Nani kommt aber nicht mehr. Nee, wer ist das? Doch, kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Ronaldo ist heute noch ein bisschen blass, ne? So wie wir ihn kennen bei Länderspielen. Ah, da war er hier dran, ne? Aber ich bin ja froh natürlich. Podolski und Draxler mit der Flanke und hier beinahe das Eigentor. Nee. Die letzten Minuten laufen, es geht hier nochmal heiß her. Hier wird gefoult in einer Tour von denen und jetzt auch von mir. Das war aber mehr so ein Versehen. Und dann kann er eigentlich auch gleich abpfeifen, weil die Nachspielzeit jetzt eigentlich so gut wie rum ist. Wir versuchen jetzt hier nochmal, dass wir hier wirklich das Ding rauskriegen. Naja, aber es ist im Prinzip ist es gelaufen. Oh, nicht nochmal dem Gegner den Ball zuspielen. Nicht, dass wir so ein Erlebnis haben wie Bayern gegen Manchester United im Champions-League-Finale damals. Nee, aber damit ist der Cristiano CR7 raus aus dem Pokal, aus der EM. Und Deutschland kommt ins Halbfinale. Ich bin froh, dass ich auf der deutschen Seite bin in diesem Fall. Es war wirklich echt ein heißes Spiel. Meine Passquote habe ich ein bisschen erhöht. Abgefangene Pässe auch extrem krass erhöht. Aber auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Wer war hier der Mann des Tages? Lukas Podolski natürlich. 2 Tore geschossen. Wir schauen jetzt mal, gegen wen wir jetzt dran sind im Halbfinale. Ich weiß gar nicht mehr, wer da auf der anderen Seite noch so war. Spanien hat gegen die Schweiz gewonnen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, gegen Spanien ran. Frankreich haut Österreich raus und England haut Schweden raus. Das heißt, eigentlich so wirklich die Top-Favoriten einer EM sind mit im Viertelfinale, im Halbfinale dabei. Wir müssen gegen Spanien im Halbfinale ran und im Finale dann entweder Frankreich oder England. Also es wird auf jeden Fall richtig geil, was jetzt noch kommen wird, wenn ich hoffentlich den Weg ins Finale schaffe. Wir wollen mal ganz kurz gucken, wie es mit der Wettbewerbsinformation hier so aussieht. Torjäger, Top-Torjäger ist aktuell Podolski mit 6 Toren, Toni Groß 2 Tore, hier Martin Hanek auch 6 Tore, Fabregas, Ronaldo 5 Tore, also geht auf jeden Fall einiges ab hier. Torvorlagen hat am meisten von den Deutschen Müller und Srna von Kroatien. Aber gut, ihr seht ja alle ein Tor, eine Torvorlage. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns im Halbfinale gegen Spanien wieder. Macht's gut, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Deutschland, Deutschland.